Das ist Robokino und heute gibt's was für den Thrill. Ich habe mir den Film The Guest von 2014 reingezogen. Hauptgrund: Thriller. Und zwar Dan Stevens. Den sehe ich super gern. Deshalb wollte ich das Ganze mal ausprobieren. Es geht um die Familie Peterson. Vater, Mutter, der Teenager-Sohn, der Außenseiter in der Highschool ist, namens Luke. Und dann gibt es noch die Schwester, die aufs College gehen will, aber bis dahin noch ein bisschen jobbt, namens, nicht Leia, nein, es ist Anna. Und die Petersons, die, ja, denen geht es nicht ganz so gut, denn der älteste Sohn, der ist bei einem Militäreinsatz im Nahen Osten ums Leben gekommen. Deshalb, die Trauer sitzt noch echt, echt tief. Irgendwann klingelt an der Tür David, gespielt von Dan Stevens. Der war nämlich in der Einheit des verstorbenen Sohnes. Die beiden standen sich super nah, beste Freunde. Er war auch dabei, als der Gute starb. Und er gab ihm ein Versprechen. Schau bitte bei meiner Familie vorbei und sag ihnen, dass ich sie liebe. Und für David war das eben mehr als nur eine Ehrensache. Er kommt da vorbei. Die Mutter lädt ihn ein und er darf auch ein paar Tage bleiben, bevor er sich selbst nach der Militärzeit wieder ins Leben stürzt. Und er kommt auch super klar mit der Familie, mit dem Vater, hilft der Mutter, wo es geht, auch dem, ja, dem schüchternen Teenager, ja, Opfer Luke, dem hilft er, wie er sich gegen Bullies zur Wehr setzen kann. Und Anna versucht ihn halt auch ein bisschen in dieser Kleinstadt zu integrieren. Alles cool, denkt man. Natürlich nicht. Und jetzt hier würde ich mal aufhören, über die Story zu sprechen. Die Sache ist die, das ist kein Spoiler. Keineswegs. Mit David stimmt natürlich was nicht. Aber von der ersten Sekunde an, wo David ins Bild kommt, macht der Film da auch kein Geheimnis draus. Und ich bin mir sicher, in dem Trailer wird man das halt auch sehen, dass da noch ein bisschen was abgeht. Zur Kritik. Die Story ist der reinste Groschenroman. Groschiger kann man sich's nicht vorstellen. Wirklich unglaublich, als würde jemand eine Geschichte schreiben, ohne wirklich mal zu Dinge zu recherchieren. Einfach so, ja, das habe ich mal gehört und das kann man machen und das habe ich da mal gesehen. Wirklich Story für den Fuß. Auch die darstellerischen Leistungen und das Ganze, was man dem Film zugute halten muss, ist, er sieht aus wie ein Produkt. Ja, das sollten Filme aussehen, aber der Film hat ein angegebenes Budget von 5 Millionen US-Dollar, was halt ein Witz ist. Und da habe ich schon Teureres mit einer wesentlich schlechteren Qualität gesehen. Auch Dan Stevens' Leistung, auch dem wird man gesagt, Dan Stevens ist ein fantastischer Schauspieler. Und ich sage auch nicht, dass der sich hier keine Mühe gegeben hat. Aber ich glaube, man hat ihm gesagt, Dan, nimm das Ganze nicht so ernst. Wir hauen hier direkt raus. Du bist mysteriös und zeig es richtig plakativ. Dazu gibt es auch gegen Ende hin, es rappelt schon richtig. Der Film hat eine FSK 18. So krass fand ich ihn jetzt nicht, aber der war schon deutlich härter, als ich es jetzt erwartet hätte von dieser Art Film. Aber ja, gerade am Ende gibt es so Entscheidungen, das kann man jetzt auch noch sagen, das Finale, es spielt zur Halloween-Zeit und die Highschool haben in der Turnhalle ein Grusellabyrinth gebaut. Ein Grusellabyrinth, da wird sich jeder Freizeitpark danach die Finger lecken. Das haben die da in der Turnhalle stehen und das müssen sie natürlich ausnutzen, um Vollgas zu geben am Ende. Darsteller neben Dan Stevens, wer ist da noch dabei? Micah Monroe, die dürften vielleicht einige kennen aus Stranger Things 2. Ich kann nicht so viel zu ihr sagen. Ich habe Stranger Things Staffel 2 nicht gesehen. Auch
der ja vor einiger Zeit verstorbene Lance Reddick hat eine große Rolle in dem Film. Er hat in vielen Videospielprojekten als Sprecher und Actor mitgewirkt und ist natürlich durch die John Wick-Filme recht bekannt. Also da sieht man den guten Lance Reddick auch nochmal. Das Ganze klingt jetzt nach einem richtigen Stiefel. Aber jetzt kommt meine Meinung. Ich fand den richtig gut. Ja, also, ich hatte richtig viel Spaß damit. Und das liegt vor allem daran, dass sich der Film oder die Macher anscheinend nicht so ernst genommen haben. Dass die gesagt haben, okay, wir haben nicht das Budget, wir haben auch nicht die Zeit. Das merkt man auch ein bisschen. Also lass uns doch von Anfang an mit offenen Karten spielen. Ziehen wir das so durch. Es gibt so viele Beispiele da draußen von B-Movie-Thriller, die sich so ernst nehmen und es ist dann halt einfach so cheesy. Und das ist hier halt einfach nicht der Fall. Der Film ist nicht lustig, das ist keine Komödie, ja, das darf man auch nicht falsch verstehen. Aber wie gesagt, man schmunzelt doch schon ein paar Mal, wie da mit Soundtrack, wie mit den Blicken von Dan Stevens gespielt wird. Ich habe mir dann auch später, also ich dachte, ja, super Streifen, aber der wird wahrscheinlich verrissen worden sein bis zum Anschlag, habe ich mir Bewertungen angeguckt und ich bin nicht der Einzige, dem das so ging. Ja, der Film macht Bock. Ihn gibt es nirgends irgendwo frei zu streamen. Ich habe ihn bei Amazon Prime mir sogar gekauft. 99 Cent dafür kriegt man den schon. Dort lohnt sich auf jeden Fall. Schaut mal nach. Wenn ihr The Guest schon mal gesehen habt, schreibt aber auch gerne in die Kommentare. Sagt, was ihr daran mochtet oder nicht mochtet. Da können wir drüber quatschen. Und dann würde ich sagen, viel Spaß bei diesem Thrill. Haut rein, lasst ein Like und ein Abo da, das wäre super. Bis zum nächsten Mal. Ciao.